herzlich willkommen zum ersten Video in meiner Videoreihe über die Gauss-Elimination. In dieser Videoreihe wollen wir lernen, wie und warum sie funktioniert und wozu sie da ist. Die Gauss-Elimination ist ja ein Verfahren der linearen Algebra, was dort wirklich eine zentrale Rolle spielt. Man lernt das in der Regel ganz am Anfang, weil man es für die ganze lineare Algebra braucht. Also wirklich sehr wichtiges Verfahren und daher denke ich, diese Videoreihe lohnt sich. Kann sich lohnen für die, die das noch nicht kennen, aber insbesondere auch die, für die das schon mal gelernt haben und das nochmal erklärt bekommen wollen oder von einem anderen Blickpunkt aus betrachten wollen. Das ist also auch eine gute Wiederholung und Auffrischung. Fangen wir zunächst mit diesem letzten Punkt hier an, auch als Motivation, dieses Video zu sehen. Wozu ist sie da, die Gauss-Elimination? Was kann man, wenn man die Gauss-Elimination kann, damit alles anstellen? Also es geht um Anwendungen. Da habe ich hier 4 Punkte aufgeführt, die wir hier gleich kurz ansprechen wollen. Diese 4 Punkte möchte ich dann alle sehr detailliert in dieser Videoreihe behandeln. Und ich denke, das sind so die 4 Hauptanwendungen, die man auch hat für die Gauss-Elimination. Das erste, woran ihr sicherlich schon längst gedacht habt, ist dieser Punkt, die Lösung von linearen Gleichungssystemen. Ja, es gibt homogene und inhomogene und beides kann man mittels der Gauss-Elimination lösen. Und ein Spezialfall davon ist sicherlich der nächste Punkt. Das ist eigentlich kein eigenständiger Punkt. Wie gesagt, ein Spezialfall des Erstens, nämlich die Bestimmung des Kerns als matrizengegebener linearer Abbildung. Also wir haben eine lineare Abbildung gegeben durch eine Matrix und wollen den Kern bestimmen. Da kann man die Gauss-Elimination auch super gut für verwenden. Wie gesagt, das ist ein Spezialfall, weil im Prinzip ist sowas nichts anderes als ein homogenes lineares Gleichungssystem. Aber ich habe das extra hier nochmal aufgeschrieben, damit einem das bewusst wird. Zum Beispiel, wenn ihr schon Eigenräume und Eigenwerte und sowas kennt, da kommt das ständig vor. Wenn ich habe eine Matrix, soll die Eigenwerte und die entsprechenden und die dazugehörigen Eigenräume bestimmen, dann muss ich, sobald ich die Eigenwerte habe, zu jedem Eigenwert bekomme ich eine lineare Abbildung, die durch eine Matrix gegeben ist und muss davon den Kern bestimmen, das ist dann der Eigenraum. Also da braucht man das ständig. Deshalb habe ich das nochmal so als eigenen Punkt aufgeführt, damit man merkt, hier bringt mich auch diese Videoreihe weiter, wenn man das in dem ersten Punkt noch nicht entdeckt hat, dass das da eigentlich drin steckt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Vektoren des k hoch n. K soll hier, wie fast immer in fast allen meiner Videos, ein Körper sein. Auf lineare Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit. Also wir haben ein paar Vektoren vom k hoch n gegeben und fragen uns, sind die linear abhängig oder linear unabhängig? Das kann man auch super leicht mit der Gauss-Elimination überprüfen. Und der 4. Punkt, folgender: Bestimmung von Basen von Teilräumen des K hoch n. Wir haben, was muss man sich darunter vorstellen? Man hat ein paar Vektoren des K hoch n gegeben und betrachtet den von diesen Vektoren aufgespannten linearen Teilraum und möchte davon jetzt eine Basis bestimmen. Das kann man auch super leicht mit der Gauss-Elimination machen. Ja, es kann ja gut passieren, dass die Man sieht, das hat auch mit dem Punkt hier oben drüber zu tun, beziehungsweise wenn man das hier machen kann, dann kann man auch sehr leicht das hier machen. Denn wenn ich Vektoren des K hoch n gegeben habe, dann spannen die ja immer einen Unterraum auf, also einen Teilraum. Und wenn ich jetzt weiß, ob die linear unabhängig sind, oder wenn ich eine Basis davon kenne, von dem K hoch n, von dem Teilraum, dann kann ich ja die Elemente zählen, die in der Basis sind, und mit der Anzahl der Vektoren hier vergleichen. Und wenn das übereinstimmt, dann war das wohl schon eine Basis. Es ist ja so, dass eine beliebige Anzahl von Vektoren des K hoch n genau dann linear unabhängig sind, wenn sie eine Basis des von ihnen aufgespannten Teilraums sind. Also wenn wir den letzten Punkt hier behandelt haben, dann werden wir sofort den 3. damit bekommen. Okay. Das erwartet uns also alles in der Videoreihe und das solltet ihr auch alles können, wenn ihr am Ende der Videoreihe seid. Und nun möchte ich das Ziel der Gauss-Elimination erklären. Was
macht die eigentlich? Also das sind ja, na, ganz verschieden sind die Anwendungen vielleicht nicht, aber doch nicht alle irgendwie, diese Anwendungen verfolgen nicht alle das gleiche Ziel. Die Gauß-Elimination hingegen schon. Die Gauß-Elimination ist ein Verfahren, das wir hier lernen wollen, mit dem man das alles irgendwie, diese Fragen alle beantworten kann. Aber was will die Gauß-Elimination selbst? Die Gauß-Elimination will erstmal keine dieser Fragen beantworten, sondern, ich habe es hier mal aufgeschrieben, das Ziel der Gauß-Elimination ist es, eine gegebene Matrix, eine M kreuz N Matrix, habe ich hier mal gesagt, mit Einträgen in dem Körper K, mit Hilfe von speziellen Operationen, die nennt man auch elementare Umformungen, in eine Matrix in Stufenform zu überführen. Aha, also die Gauß-Elimination selbst, sage ich, ist nichts anderes als, ich nehme eine Matrix, eine beliebige Matrix aus mit M Zeilen und N Spalten und möchte sie in die Stufenform überführen. Und da, dieses Verfahren, was wir hier lernen, also das nennt man dann Gauss-Elimination, das hilft uns, diese Probleme hier zu lösen. Nun fragt sich sicherlich der ein oder andere von euch zu Recht, was ist denn Stufenform? Habe ich ja gar nicht definiert. Manche wissen vielleicht schon, was das ist. Ich möchte es hier nochmal extra definieren, damit wir alle von dem Gleichen sprechen. Ich habe das mal so aufgeschrieben. Eine Matrix, wieder M kreuz N, ist in Stufenform, und hier habe ich Stufenform kursiv gesetzt. Das soll heißen, wir definieren hiermit den Begriff Stufenform. Also eine Matrix ist in Stufenform, wenn der erste von 0 verschiedene Eintrag jeder Zeile, sofern dieser existiert, weiter rechts steht als der vorherigen Zeile, sofern diese existiert. Das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte das ein bisschen besser, ja, klarer machen, was das bedeutet, als es den meisten wahrscheinlich jetzt schon ist, nur durch das Lesen dieser Definition. Wichtig sind auch diese Klammerzusätze. Also wir haben, schreibe ich mal was hin, schreibe ich mal irgendeine Matrix hin. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 7, 8. Die habe ich mir jetzt gerade mal ausgedacht und wollen mal schauen, ist diese Matrix denn in Stufenform? Und jetzt steht hier, der erste von 0 verschiedene Eintrag jeder Zeile, überprüfen wir mal, gehen wir mal jeder Zeile, also muss es für jede dieser drei Zeilen passen. Machen wir das mal mit der ersten. Was ist der erste von 0 verschiedene Eintrag? Das ist sicherlich diese 1. In der ersten Zeile sind ja nur von 0 verschiedene Einträge vorhanden. Und der erste, damit meine ich am weitesten links. Man liest ja von links nach rechts. Der erste von 0 verschiedene Eintrag, sofern dieser existiert, ja, der existiert hier, ist weiter rechts als der vorherigen Zeile, sofern diese existiert. Nun, eine vorherige Zeile existiert ja gar nicht. Das heißt, hier greift diese Klammer und sagt, okay, wir müssen nichts weiter beachten. Nur wenn die Zeile davor existiert, muss ich irgendwas beachten. Okay, also für die Zeile 1 klappt das. Schauen wir mal, was ist mit Zeile 2? Hier ist die 4, der erste von 0 verschiedene Eintrag. Und hier steht, dieser soll weiter rechts stehen als der erste von 0 verschiedene Eintrag der vorherigen Zeile. Also das war die 1. Die 4 soll weiter rechts stehen als die 1. Das tut sie aber nicht. Die stehen genau untereinander. Also hier mache ich mal einen Blitz hin. Böse, böse. Und damit haben wir schon gesehen, die Matrix ist nicht in Stufenform. Denn es reicht ja aus, dass es für eine Zeile nicht klappt. Überprüfen wir nochmal kurz, was mit der letzten Zeile ist. Können wir ja trotzdem mal gucken, auch wenn wir jetzt schon wissen, es ist keine Stufenform. Hier haben wir eine 0 ganz am Anfang. Das heißt, der erste von 0 verschiedene Eintrag ist diese 7 hier. Und die steht tatsächlich weiter rechts als die 4. Das ist ja der erste von 0 verschiedene Eintrag der vorherigen Zeile. Also das wäre wieder okay, aber eine Zeile, die dagegen spricht, macht uns schon das Problem. Jetzt vielleicht noch, also wir sehen, diese ist nicht in Stufenform. Eine Matrix in Stufenform wäre zum Beispiel die Einheitsmatrix. Dieser Zusatz hier, sofern diese existiert, also
Es geht ja um die vorherige Zeile hier. Der hilft uns oder der erleichtert uns die Sache für die erste Zeile. Das heißt im Prinzip, oder das heißt, diesen Zusatz habe ich hinzugesetzt, einmal damit die Definition richtig wird, aber das bedeutet hier, die erste Zeile erfüllt die Bedingung immer, weil es gibt keine Zeile davor. Das heißt, für die erste Zeile müssen wir nie etwas prüfen. Für die erste Zeile können wir immer einen Haken dahinter setzen. Das heißt, insbesondere jede Matrix, die nur aus einer Zeile besteht, also wenn dieses M hier eine 1 ist, ist automatisch in Stufenform. Das zur Erklärung dieser Klammer. Also diese Klammer bedeutet nichts anderes als die erste, zu sagen, die erste Zeile ist automatisch okay und alle anderen müsst ihr überprüfen. Und was bedeutet dieser Eintrag hier? Was will ich hiermit, sofern dieser existiert? Wann existiert denn der erste von null verschiedene Eintrag einer Zeile? Genau dann, wenn die Zeile überhaupt von null verschiedene Einträge hat. Ja, dann gibt es auch einen ersten. Und wann hat sie, wie nennt man es, wenn, was wäre denn, wann greift diese Klammer, wann existiert er denn nicht? Ja, genau dann, wenn wir eine Nullzeile haben. Sprich, dieser Zusatz sagt, wenn wir eine Nullzeile haben, dann müssen wir auch nichts überprüfen. Nullzeilen sind auch immer in Ordnung. Der Eintrag muss nur weiter rechts stehen, sofern er existiert. In Nullzeilen existiert er nicht, das heißt, hinter Nullzeilen können wir auch immer einen Haken setzen. Also diese beiden Klammerzusätze sagen, hinter die erste Zeile darf ich immer einen Haken setzen, hinter die Nullzeile darf ich immer einen Haken setzen. Ja, und die anderen Zeilen muss ich eben überprüfen. Jetzt mal eine schlaue Frage. Darf damit überall eine Nullzeile stehen? Nein, ist die Antwort. Wir betrachten jetzt nämlich mal diese Matrix hier. Das ist jetzt also eine 2-Kreuz-3-Matrix. Hinter erste Zeilen und Nullzeilen darf ich immer einen Haken setzen. Super, das ist hier beides das Gleiche. Ich könnte hier auch noch so eine Zeile darüber setzen. Machen wir das mal so. Hier darf ich, das ist keine Nullzeile, aber ich darf einen Haken dahinter setzen, weil es die erste Zeile ist. Und hier darf ich einen Haken setzen, weil es die Nullzeile ist. Aber was ist jetzt mit dieser Zeile, darf ich hier einen Haken setzen? Hier steht ja, der erste von null verschiedene Eintrag, das ist dieser hier, muss weiter rechts stehen als der vorherigen Zeile, sofern diese existiert. Die vorherige Zeile existiert, aber enthält keinen von null verschiedenen Eintrag. Also ist es unmöglich, die Bedingungen zu erfüllen. Das ist also hier der wichtige Punkt. Wenn ich eine Nullzeile über einer Zeile habe, die keine Nullzeile ist, ist die Matrix nie in Stufenform. Wichtig ist hier sauber zu lesen. Hier steht, sofern diese existiert. Damit ist die Zeile gemeint. Nicht sofern dieser existiert. Also man könnte ja auch sagen, muss weiter rechts stehen als der vorherigen Zeile, also als der von null verschiedene Eintrag der vorherigen Zeile, sofern dieser existiert. Das wäre eine andere Aussage, die hier nicht drin steht. Das heißt, ich müsste die Bedingung nicht beachten, wenn gar kein Eintrag hier wäre, der ungleich null ist. Aber hier steht es anders. Also, mit anderen Worten, können wir als kleines Korollar, haben wir uns jetzt gerade überlegt, Nullzeilen sind kein Problem, die dürfen existieren, aber wenn sie existieren, dann bitte immer ganz am Ende in der Matrix, sonst ist es nicht in Stufenform. Sobald ich unter einer Nullzeile eine Zeile habe, die keine Nullzeile ist, schlägt es bei dieser Zeile fehl. Okay, jetzt könnte man sich noch fragen, warum nennt man das Stufenform? Das will ich auch noch kurz erklären. Ja, man geht in jeder Zeile weiter nach rechts, das heißt, man kann so Stufen einmalen. Aber nicht jede Stufe ist gleich lang. Zum Beispiel, hier sollte eine 0 stehen. Diese Matrix hier ist auch in Stufenform, aber hier wäre die eine Stufe länger als die anderen. Aber wichtig ist wirklich, in jedem Schritt gehen wir hier runter. In jedem Schritt gehen wir nach rechts, meine ich. Also wenn wir einmal wir gehen immer nur eins runter und dann mindestens eins nach rechts. Wir konnten hier zwei nach rechts, das war okay, aber wir dürfen nie zwei runter, weil das ja bedeuten würde, wir hätten zwei von null verschiedene Einträge übereinander und davor Nullen. Also was sehr wohl erlaubt ist, also hier haben wir ja eine Null und darüber keine Null,
Oder andersrum. Es war ja ein Problem. 1, 1, 0, 0. Diese Matrix ist ja ein Problem, weil hier zwei übereinander stehen. Aber andersrum, wenn ich die beiden Einsen hier übereinander habe, das ist kein Problem, weil hier der erste von 0 verschiedene Eintrag ja weiter vorne sitzt. Das war ja nicht der erste von 0 verschiedene Eintrag hier, ne? Aber ich denke, das habt ihr schon verstanden. Okay, also die ist in Stufenform, die ist nicht in Stufenform. Ja. Schön. Was können wir übrigens sagen über Matrizen mit m größer n? Also wenn wir mehr Zeilen als Spalten haben und trotzdem eine Matrix in Stufenform haben, dann muss automatisch am Ende müssen 0 Zeilen stehen, weil wir wollen ja in jedem Schritt weiter nach rechts gehen. Wir haben aber nur n Plätze frei, weil wir n Spalten haben, aber m Zeilen, was heißt, wir müssen m mal ja, oder m minus einmal nach rechts gehen, aber insgesamt gibt es m Zeilen. Ja, und diesen Widerspruch kann man nur auflösen, indem man am Ende 0 Zeilen hat. Ja. Insbesondere, wenn eine Matrix nur eine Spalte hat, also dieser Form ist, wir wissen ja, die erste Zeile, die ist immer okay, aber jetzt müssten wir schon weiter nach rechts oder eine Nullzeile haben, sprich eine Matrix dieser Form, die also eine 1-Kreuz-N-Matrix ist, ist genau dann in Stufenform, wenn alle Einträge ab dem zweiten 0 sind. Der erste ist egal, der darf 0 sein, muss er aber nicht. Erste haben wir ja schon gesagt, erste Zeile passt immer. So, das war also das Ziel der Gauss-Elimination. Und hier steht jetzt elementare Umformungen oder spezielle Operationen, die erlaubt sind. Und jetzt möchte ich mal erklären, was das denn für erlaubte Operationen sind. Das sind nämlich die folgenden drei. Kurz alle drei gezeigt. Jetzt gehen wir mal zur ersten. Ja, wir starten ja mit einer beliebigen Matrix und die wollen wir in Stufenform bringen. Und die Gauss-Elimination garantiert übrigens auch, dass das immer klappt. Eine Operation wäre jetzt zwei Zeilen tauschen. Das müssen nicht zwei benachbarte Zahlen sein, das können zwei beliebige Zahlen sein. Das dürfen wir machen. Die nächste ist die Addition von Vielfachem einer Zeile auf andere Zeile. Das heißt, ich könnte jetzt diese Zeile mit irgendeiner Zahl multiplizieren und das Ergebnis auf eine der anderen beiden Zahlen drauf addieren. Das wäre auch eine mögliche Operation. Und ich habe das jetzt hier mal formal aufgeschrieben. Wenn wir die Zeilen mal von A1, sieht man das noch, A1 bis AM durchnummerieren, dann ersetzen wir die Zeile AI durch AI plus Lambda AJ, wobei I ungleich J ist. Das muss eine andere Zeile sein. Es ist nicht erlaubt, auf eine Zeile selbst ein Vielfaches von sich selbst drauf zu addieren. Und dieses Lambda kommt aus dem Körper K. Okay. Und die dritte Möglichkeit ist Streckung einer Zeile. Das soll bedeuten, wir ersetzen eine Zeile AI durch Lambda mal AI, wobei Lambda ein beliebiges Element aus K, aber nicht die 0 ist. Wichtig ist wirklich, dass es nicht die 0 ist. Das würde Probleme bereiten. Diese letzte Operation, die ich hier aufgeführt habe, die lassen viele weg. Erwähnen die nicht, dass man das machen kann. Das ist auch in Ordnung, denn um das Ziel der Gauss-Elimination zu erreichen, braucht man sie nicht. Man kann mithilfe der ersten und zweiten Operation jede Matrix auf Stufenform bringen. Wirklich jede. Aber die dritte Sache macht die Sache nicht kaputt. Wir werden sehen, für das man die Gauss-Elimination braucht, ist das in Ordnung, dass man das verwendet und macht es manchmal leichter zu rechnen oder bequemer. Dazu habe ich hier geschrieben, die dritte Operation ist nicht notwendig, aber häufig praktisch. Also, wenn man per Hand rechnet, will man manchmal die dritte Operation anwenden. Beispiel, wir haben ganz große Zahlen in der Zeile, aber die haben alle einen sehr großen gemeinsamen Teiler.
dann kann ich den aus der ganzen Zeile rausteilen. Und dann habe ich kleinere Zahlen, mit denen kann ich einfacher rechnen. Da muss man sich das Leben nicht unnötig schwer machen. Okay, jetzt noch ein kleiner Überblick oder Ausblick auf das, was wir jetzt in der Videoreihe tun wollen. Also ich habe jetzt hier habe ich jetzt definiert, was die Gauss-Elimination selbst machen will und was sie dafür benutzen darf. Wir müssen jetzt als erstes, das machen wir dann im nächsten Video, das Verfahren erklären. Also wie erreiche ich dieses Ziel mit Hilfe dieser drei Operationen, oder wir zeigen, wir brauchen nur die zwei. Also die dritte werden wir hierfür gar nicht verwenden. Die kann man immer einfließen lassen, wenn man selbst meint, jetzt wird es besser oder geht schneller oder was auch immer. Aber wir werden im nächsten Video dann zeigen, dass mit den beiden Operationen man das machen kann. Also wir erklären das Verfahren. So, was muss als nächstes folgen? Die Übersetzung des Problems in Matrix habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe ja ganz am Anfang erklärt, dass wir hier diese vier Anwendungen besprechen wollen in der Videoreihe. Aber kaum eine dieser Anwendungen kommt schon direkt mit einer Matrix daher. Vielleicht die zweite. Ja, vielleicht die zweite. Aber ansonsten haben wir ja erstmal gar keine Matrix. Wir müssen jetzt also lernen, wenn ich eins dieser Probleme lösen will, ich behaupte ja, das geht mit Gauss-Elimination, dann muss ich das Problem erst in eine Matrix übersetzen. Die Matrix bringe ich mit der Gauss-Elimination in Stufenform. Ja, und dann geht es eventuell noch weiter. Aber dieser Punkt hier bedeutet, wir wollen uns überlegen, wie machen wir aus dem Problem eine Matrix. Und die Matrix soll das Problem komplett beschreiben. Und der letzte Punkt, nee, nicht der letzte, es kommt noch einer. Jetzt kommt der Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Matrix und der Matrix in Stufenform. Also die Gauss-Elimination übersetzt jetzt ja unsere Matrix, die das Problem komplett beschreiben soll, in Stufenform. Aber das wird ja dann eine andere Matrix sein. Und wir müssen uns hier überlegen, warum hat sich das Problem dadurch nicht geändert? Also warum reicht diese Matrix in Stufenform aus, um das Problem adäquat zu beschreiben? Warum dürfen wir die ursprüngliche, das habe ich jetzt auch noch gar nicht so erwähnt, aber man kann dann die ursprüngliche Matrix sogar komplett vergessen, sondern kann komplett mit der in Stufenform weiterarbeiten. Alle Informationen, die wir vom Problem brauchen, stecken in dieser Stufenform drin. Und das werden wir hier in diesem Teil der Videoreihe zeigen. Also das ist eine Erklärung einmal des Zusammenhangs, aber natürlich hier steckt auch Beweis drin. Das haben wir hier ein bisschen, wollen wir nicht nur erklären, wie man das macht, sondern auch beweisen, dass man es immer machen kann. Aber hier, das ist kein großer Beweis, hier muss nicht viel getan werden. Es ist ja überhaupt hier noch überhaupt nicht klar, warum wir das machen. Warum die Stufenform besser ist und all das, das haben wir noch gar nicht hier besprochen. Das heißt, hier muss man nur, wie macht man das? Aber hier kommt dann der Zusammenhang. Warum ist das, wir haben das Problem erst übersetzt, in diesem zweiten Punkt, in die Matrix, aber warum ist die Stufenform genauso gut wie die ursprüngliche Matrix? Und na gut, wenn es genauso gut ist, das ist ja dann langweilig, dann kann man ja auch mit der ursprünglichen Matrix arbeiten, also fehlt noch der letzte Punkt, wie geht es nach der Stufenform weiter? Also wenn wir die Matrix in Stufenform haben, dann, die soll ja nicht nur gleich gut sein, sondern irgendwie sogar noch besser sein, sonst könnten wir uns das ersparen. Also sobald wir in Stufenform sind, können wir das Problem damit lösen. Und das muss dann natürlich auch erklärt und ja einmal erklärt werden und folgt natürlich auch ein Beweis. Bei diesen zwei Punkten hier, sobald wir in Stufenform sind, lassen sich diese beiden Punkte sofort ablesen und lösen. Aber bei den beiden Punkten hier oben, da muss man, wenn man es in Stufenform hat, noch ein bisschen was tun. Das sehen wir dann. Und ich weiß, es gibt solche und solche unter euch. Manche wollen das wirklich alles verstehen, andere wollen es nur lernen, wie es funktioniert, weil sie es natürlich brauchen. Brauchen tun wir es alle, manche wollen aber auch noch verstehen, worum es geht. Für diejenigen, die es nur anwenden wollen, ist dieser dritte Punkt vielleicht nicht so interessant. Der Zusammenhang, den muss man nicht wissen. Ich finde es immer schön, wenn man die Zusammenhänge versteht, muss man nicht wissen. Aber was man wissen muss, ist, wie mache ich aus meiner Matrix ein Problem? Wie mache ich aus meinem Problem eine Matrix? Wie gehe ich jetzt mit der Matrix vor? Also das Verfahren selbst, die Gauss-Elimination. Und dann als letztes, wenn ich die Stufenform habe, wie löse ich damit mein Problem? Das heißt, diese drei Punkte sind für die Leute, die es nur machen wollen, wichtig. Während die, für die, die verstehen wollen, was dahinter steckt, ist dann auch das hier wichtig.
Also ich würde empfehlen, die ganze Videoreihe zu gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, dann belasse ich es dabei mit diesem Überblick. Und wir haben ja noch, das war ja nicht nur ein Überblick, wir haben ja schon was gelernt. Wir haben gelernt, was die Gauss-Elimination machen will. Matrix in Stufenform bringen. Wir haben gelernt, wie eine Stufenform aussieht. Wir haben gelernt, wie sie das machen darf. Also es war ja schon nicht nur ein Überblick, sondern wir haben schon wirklich was gemacht in diesem Video. Das ist doch erfreulich. Und ja, dann geht's bald weiter mit dem zweiten Teil. Bis dahin, euer Mathe Marius.